Tomodachi Ich weiß nicht, mittlerweile ist er ein ziemlich durchgedrehte Bitch. Ah, warte mal, bedeutet das, dass Nao öfter mal hierher gekommen ist? Naretara. Also sie hat auf jeden Fall den Typen, ich glaube, lieb gehabt. Kurz vor Ende. Ich frage mich, ob sie da. Also sie klang nicht bei Sinn, sie klang besessen. Nee, hier können wir nicht weiter. Von daher, ich weiß gar nicht, ob sie da nicht eventuell schon sogar tot war. Wer weiß. Und ihr Körper besessen war und so weiter und so fort. There's a lone student and he named lying on the ground floor. Yuya Kisami. Oh, Kisami. The door's locked. Wie schade. Die Tür aber sieht seltsam aus, oder? Als ob man darunter durch könnte. Seltsam. Okay. Gott, ist das hier alles verwirrend, weil es so neu ist. Strange but true stories of the occult, chasing down the hidden paths of the cursed school building part 4. Okay, das lese ich jetzt vor. Ich dachte, er macht nur kurze Sätze. Na toll. I'm not simply using the word swallowed for dramatic effect, either. It is regrettably an apt description. この学校を包んでいる巨大な呪い。それに深く心が蝕まれてしまう。There is a massive curse encompassing this entire building. It's like an entity unto itself, and it slowly devours the souls of men. すなわち、心の隙を作ることは自殺行為に等しい。It chips away at a person's core, sanity, reason, even identity, eventually destroying him. Nothing that made him who he is left behind. 深い絶望や孤独感に心をつかまれると、あっという間に呪いに心を侵食されてしまうのだ。Once it's gripped your heart, you quickly succumb to despair and loneliness. The essence of what makes you human is literally eaten away as if by worms. 結果、肉体は壊死を始め、魂は消し炭のように真っ黒になり、我々はこれを黒化と呼ぶが。When this happens, the body begins to necrotize, meine ich? And the soul becomes as black as spent ash. We've come to regard this process as darkening. この校舎に吸収され、その一部とされてしまう。And whosoever succumbs to the darkening becomes an inseparable part of the school itself. 例外として、肉体は蝕まれずに、激しい思念のみが残留し、焼き付いたりすることもあるようだが。In rare instances, one may be able to avoid the full act of darkening, instead fated to be seared unbearably by intense, violent thoughts and emotions. ほとんどの場合、魂はその場に固定され、成仏もできずに、永遠にそこに留まり続けることになる。But most of the time, his soul will be rooted here, and he will be cursed to wander these halls for eternity with no hope of passing or exorcism. こうしてこの学校は犠牲者を喰らい、どんどん膨張を続けているようだ。Thus, my use of the word swallowed, this school swallows us whole, growing fatter with tortured souls every day. ゾッとする。この霊場との接触方法、サチコのまじないを、It makes me shudder just thinking about it. The means by which I've come here, the Sachiko charm. 現世で世間に公開していたら、この被害がさらに拡大するところだった。If its particulars ever got out into the mainstream, this school would never go hungry again. この第4回も、次回の第5回も、読者は。To any who may be reading this fourth installment and soon the fifth. 私と同じく監禁された。犠牲者ということになってしまった。It's clear that you're a victim trapped within this hellish place, just as I am. しかしせめて、
生き残るための参考になればと思う。The least I can do is give you some advice to help keep you alive as long as possible. 読者のあなたに希望を残せたらと願ってやまないのだ。If you still have even the dimmest shred of hope, hang on to it. Keep it firmly in your heart. Never give up on it. I can't stress that enough. 第5回も楽しみにしていてほしい。I hope you'll be looking forward to part 5. 助手の田口くんはどこかへ消えてしまった。My assistant Taguchi has disappeared somewhere. 一人になった私はもう帰ることができなくなった。Now that I'm by myself, I can no longer go home. だが私は書き続ける。So I'm just going to keep writing. 使命だからだ。It's my one true calling after all. 何が起こっても、命ある限り。No matter what happens, as long as there's life left in me. 手が動く限り、書き続ける。As long as my hands can still move, I will never stop writing. Warte mal, dadurch, dass der komische Assistent weg ist, kann er nicht mehr zurück, weil da mindestens zwei Personen für sein müssen. Oh, da liegt wieder jemand. Ich glaube, das war... Ja, das war der Typ, der vorhin woanders lag. Ich erinnere mich an sein Aussehen. Aber die Frage ist natürlich... ich scheine hier überall nicht wirklich weiterzukommen. Waren wir hier... Nee, wir waren da oben noch nicht. Warte, ich will hier nochmal kurz speichern. Oh. Dürfen wir jetzt da lang? Sonst wären wir ja immer rausgekickt. Das sieht auch noch relativ normal aus hier. Today's Spirit Breaker Kushmitte was divided into two souls. One painted red and one painted green. Close trespasser will be expelled. Hä? Oh, guck mal. It's completely empty. It's completely empty. It's completely empty. Vielleicht sollten wir die anderen nochmal hierher holen kurz. Sie sind ja direkt hier. Und dann können wir diesen ID-Name-Tag nochmal zurückgeben. Lalilu. Hallo. Können wir kurz reden? Vielleicht? Nicht? Oder sollen wir nicht reden? Ah, doch, okay. Maji ka yo. Morishige mo. Ano yosu da to. Tasukatte inai to omou. Doushita yo? Minna kantan ni shinjawanai da yo. あとの希望はユイ先生か。あとはとか言わないで。悪い。いや、was soll denn sonst sagen。死んでいったみんなもきっと俺たちにまでここで死んでほしくないに決まってる。つなぐんだ。みんなの脱出したいって意志を、命のバトンを。逆打ちの方法は分かったんだし、こんな状況だけど希望は見えてきた。もう少しだ。ユイ先生を見つけてここから。の。ええ。あ、そうだ、中島さん。あ、私の学生証。ごめんね。逆打ちの方法を知ったのなら不安だったでしょう。切れ端、もうなくさないでね。ありがとう、すごく嬉しい。篠崎、助かったよ。よく見つけてくれていたな。Ja, dachte ich mir doch. Weil ich habe das Gefühl, dass Naomi immer noch kurz vorm Durchdrehen ist, permanent, wegen Seiko. Und ich glaube, wir sollten alles tun, um da etwas Ruhe reinzubringen. どういたしまして。頑張ろう。Wir are almost there. Nein, ich habe mir noch nicht alles angesehen. Wieso? Was ist jetzt schon wieder anders? Kackdreck. Okay, der Raum wird sich ja nicht geändert haben. Dankeschön. Nanda. Da stand gerade jemand. あの児童殺害事件の新聞記事と写真が閉じてあるわ。War das? Wer war denn das? Someone circled the photograph of one of the victims in red pen and wrote the name Sachiko Shinozaki below it. Sachiko がどうだって言うんだ。うん。
見て、もっと古い新聞記事。1953年11月19日、60年近く前の新聞記事だ。Tengen Times, Heavenly Hots Elementary loses beloved nurse. Eastern medicine, unlike its more popular Western counterpart, often seeks to treat the mind and soul rather than the body. One of its most local practitioners, oh Gott, es tut mir so leid, Yoshi Shinozaki, 27 Jahre alt, was found dead after taking a spill down a flight of stairs and breaking her neck. Recently, serving as school nurse at Heavenly Host Elementary, it's there that the body was found. Warte mal, hat nicht Ayumi ganz am Anfang eine Geschichte erzählt von einer Lehrerin, meines Erachtens, die die Treppe runtergefallen ist? Through song and stories, she had transformed the school infirmary into a fun, invigorating place to be. No doubt she will be greatly missed. Many students were looking forward to an upcoming field trip with Mrs. Shinozaki and have expressed deep regret at the cancellation of these plans. Though a great number of children are too young to fully understand what happened, there is a pervading sense of melancholy throughout the school this day. 気の毒だな。ナホさんの手記にあった篠崎家の廃屋って。Warte. もしかして。Warte.In dieser Krankenzimmergeschichte, wo dieser schwarze Geist die ganze Zeit uns rumkickt, kann es die Krankenschwester sein? Aber die ist ja schon ewig lange davor tot gewesen. Mitte, 同じ紙面にもう一つ関連記事が載ってる。亡くなった保健医ヨシエの一人娘がその日から失踪しているって写真が。Oh, what the fuck?なんだ? Nein, das ist die Tochter von der Krankenschwester, die gestorben ist. 見てこれ。サツコ!児童殺害事件のスクラップ記事と。Ja, toll, die ist im selben Alter. Was? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt gerade nicht wirklich. 全く同じ。なんでこいつ、ここにもいるんだよ。War sie schon bei den Morden eigentlich nur ein Geist? どう見ても同一人物だよね。このスクラップブック残した人もきっとそれに気づいたんだわ。本当に薄気味悪いな。Toll. Gibt's hier noch irgendwas? The wisdom of heart care counselors and the genealogy of scholarly studies, meine ich natürlich.There are a wide variety of books on the shelf, everything from technical manuals to science theses to scrapbooks full of newspaper and clippings. Okay, hier dasselbe. All things considered, these books are in remarkably good condition. Hier noch irgendwas? Okay. Das war... Nehmen wir mal an die Bibliothek. Frage ist, warum durften wir vorher nicht rein? Wer hat uns denn hier immer rausgekickt?Die Musik hat sich wieder geändert. Können wir denen das erzählen, was wir gerade rausgefunden haben? Offensichtlich nicht. Okay, dann speichern wir mal kurz. Das ist ja alles sehr interessant. Okay, Sachiko war schon... War die Tochter der... Yabai! Nani? Kakureiro, haiku! Ich glaube nicht, dass Verstecken was bringt.サチコだよな。くそ。とにかく上に逃げるか。体が動かない。トイ。待て、待ちなさい。いけません、話してください。またか。お、
der Principal. Shinozaki-kun. Sumimasen, Shinozaki-kun. Ousumori wa. Datte. Datte kudasai. お母さん。 Ja, Sachiko-kun. Sorry, ich weiß, es ist nicht witzig. Er hat gerade ihre Mutter umgebracht, aber oh, hi, Sachiko, deine Mutter schläft nur da unten. Kümmere dich gar nicht drum. Mitanda ne. Nein. Oh, scheiße. Miete schmattan da ne. Was zur Hölle? Was ist das? Mitanda ne. Ach du Scheiße. Nein. Shinozaki! Shinozaki, warte. Hoi kakete. Konai so. Yoshie no jiko to Sachiko no shisso. Sassoku miete kita na. Aitsu. Ano ko no nakigara. Dou suru tsumori nano kashira? Kakusu nja nai ka? Furui shinbun kiji de wa hahaoya no hou wa jiko toshite dete ita kedo. Musume no hou wa shissou to natte ita kara na. Yurusenai wa. Aitsu. Aber dass sich da schon keiner gefragt hat, was für ein seltsamer Zufall das ist. Und ach Gott. Das heißt, Sachiko hat vor, weiß ich nicht, 60 Jahren existiert mit ihrer Mutter zusammen. Das war die Krankenschwester. Die ist vor ihm geflüchtet, die Treppe runtergestürzt, weil er sie geschubst hat. Die Kleine hat's gesehen und er hat sie, ich schätze mal, erwürgt oder so, weil es klang danach.
und sie dann hier irgendwo versteckt, nehme ich an. Dadurch eventuell sucht sie diese Schule heim oder hat die Schule heim gesucht damals. Das könnte natürlich sein, aber hat er uns nicht oben auch gerade in dieser Bibliothek begrüßt? War das nicht dieselbe kleine Figur? サチコの遺体を隠すとしたらどこだと思う。ケントも使ねえよ。持田君が言ってたよね。キビキ先生の書いた記事。開校当初より閉鎖されていた天神小学校の地下室に関する何か大きな呪いの存在。 Oh, diese riesige Tür wahrscheinlich. って、一文のこと。言ってたな。調べてみるか。地下室。 Okay, ich werde aber an dieser Stelle eine ganz kleine, klitzekleine Aufnahmepause machen. Wir haben extrem viel Neues, Interessantes erfahren. Eigentlich sind jetzt schon fast alle Mysterien, glaube ich, aufgeklärt, oder? Wir wissen jetzt, warum die Kinder hier sind, wer die eigentlich umgebracht hat, wer Sachiko ist und warum sie die Schule hier heimgesucht hat, denke ich, glaube ich. Ich meine, es ist aber noch nicht ganz klar, warum sie die Kinder da umgebracht hat und warum der Typ ihr geholfen hat. Das verstehe ich noch nicht ganz. Weiß ich, hoffe ich, wird es noch irgendwie erklärt. Weiß ich nicht. Aber na gut, wir werden es vielleicht beim nächsten Mal rausfinden. Ich glaube, auch bei der nächsten Aufnahme sind wir dann irgendwann mal durch, weil jetzt schon 2 Stunden in der Aufnahme. Und ich schätze mal noch so 1,5 Stunden und dann ist das Kapitel vorbei. Dann sind wir durch. Das wäre doch mal schön. Ja, ich hoffe, euch macht es noch Spaß. Mir schon. Das Einzige, was mich nicht gerade antört, ist das ganze Rumgeheule. Aber damit muss man offensichtlich leben. Weil hier sind alle Tollsusen und die können halt alle nicht so hardcore sein, verstehst du? Und von daher wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Ich danke euch fürs Zusehen und sage Tschüssi!